Fünf düstere Fakten über Vampire Diaries. Der dritte wird dich umhauen. Erstens. Stefan und Damons Nachname wäre beinahe Whitmore geworden. Die Serienschöpferin entschied sich dann aber doch der Büchervorlage treu zu bleiben. 2. Mach das Plus weg für mehr Fakten. Tyler Lockwood sollte nur eine kleine Nebenrolle vergönnt sein. Lediglich die Werewolf-Hybrid-Storyline sorge dafür, dass er dabei blieb. Nummer 3. Nicht gerade selten kommt es vor, dass Drehbuchautoren die Geschichte mittendrin ändern. Das ist auch in der letzten Episode passiert. Eigentlich hätte Damon das Zeitliche segnen sollen. Stattdessen war es Stefan, der sich am Ende der Serie opfert. 4. Es gibt eine Folge, in der Damon sich über 50 Shades of Grey lustig macht. Ironischerweise hat der Schauspieler von Damon sich selbst für die Rolle als Mr. Grey beworben. 5. Auch abseits der Kamera hat es bei einigen Stars der Serie gefunkt. Ganze 3 Jahre waren Nina Dobrev und Ian Sommerhalder auch im wahren Leben ein Paar. Im Mai 2013 folgte die Trennung.